Hallo Leute und herzlich willkommen zum Jubiläums-Z-Log, wie mir gerade aufgefallen ist. Seit einem Jahr und einem Tag, seit Jahr und Tag, labere ich euch hier voll jede Woche. Natürlich muss man jetzt bedenken, dass da natürlich ein paar Wochen ausgefallen sind, aber wie gesagt, am 19. April 2013 habe ich das hier gestartet. Inspiriert, wie damals ja schon erwähnt, vom Prinilog, vom OMFG Prinidude, den ich unglaublich gern zugucke. Oder zuhöre, besser gesagt. Und ja, ich habe es hier ja ursprünglich so gemacht, dass ich mir jede Woche ein Thema gesucht habe, darüber geredet habe, ansonsten ein bisschen über so Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe oder Filme, die ich gesehen habe, geredet habe. Das Erste habe ich irgendwann ja nicht sein lassen, aber ich habe es ja, wie soll ich sagen, seltener werden lassen. Genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Wenn ich ein Thema hatte, worüber ich reden wollte, habe ich das auch gemacht. Wenn ich einen Gast hatte oder gerade Lust mit jemandem hatte, was zu machen, habe ich das auch gemacht. Aber nach wie vor habe ich beibehalten, ich möchte über Spiele reden und deswegen fange ich damit auch an, denn ich habe South Park durchgespielt. Nach einiger Zeit, muss ich ja dazu sagen. Also es hat es dann doch ein bisschen schleifen lassen, die letzten Tage und die letzten paar Stunden habe ich dann am Freitag durchgekloppt. Ich weiß nicht, ob ich diesmal ein Review zu mache, denn ich habe bereits mit den Jungs der Highscore Heroes darüber geredet, also um genau zu sein, nicht mit den Jungs, sondern nur mit einem und zwar mit Sascha W. Das Video, der Podcast ist noch nicht auf der Seite hochgeladen. Ich denke mal, er wird in 1 oder 2 Wochen kommen, eher in 2 nehme ich an. Und ja, genau, da könnt ihr mir dann zuhören, was ich davon halte und was Sascha davon hält. Vielleicht mache ich ja trotzdem noch ein Review. Mal schauen, wie ich's, weil es fällt mir schwer, das Spiel zu bewerten. Muss ich wirklich sagen, es fällt mir wirklich richtig schwer, es zu bewerten. Des Weiteren bin ich gerade dabei, ein weiteres Spiel durchzuspielen. Und deswegen kündige ich das auch gleich an, dass sobald ich das habe, werden auf dem Kanal 4 Reviews an einem Tag hochgeladen. Denn ich spiele gerade The Wonderful 101 durch. Und wer es weiß, es ist von Platinum Games, es ist ein Wii U-Spiel. Ich habe mir vor Anfang des Jahres, oder beziehungsweise Ende des letzten Jahres, wenn man es ganz korrekt genau haben will, eine Wii U zugelegt. Und möchte dann über die 3 Spiele, die ich mir geholt habe, reden. Die anderen beiden verrate ich jetzt mal nicht. Falls ich es nicht schon mal getan habe. Weiß ich gerade nicht. Egal. Und werde dann über die drei, für die 3 Spiele jeweils das Review hochladen und dann ein Fazit, was ich bisher von der Konsole halte, wie es gemacht finde und so weiter und so fort. Vielleicht interessiert euch das ja. Aber wenn ich mir die meisten Videos so angucke, die ich hochlade, wohl eher nicht. Es sind halt zu viele Mainstream-Titel dabei. Und die anderen will dann wieder keiner hören, weil sie zu alt sind. Naja, was soll's. Gut, ansonsten habe ich mir die Sly-Trilogie gekauft. Sly Cooper, der Waschbär-Meisterdieb von Sucker Punch, den Machern von Infamous, das ich ja sowohl den ersten Teil als auch den zweiten Teil ziemlich durchgesuchtet habe, nachdem ich es entdeckt hatte. Nachdem ich es lange Zeit einfach bloß für, was weiß ich, hielt. Ich weiß gar nicht, wusste gar nicht, worum es ging, aber habe die Cover gesehen und wer weiß, was das ist, lässt mal bleiben. Aber dann habe ich es gespielt und war ja ziemlich begeistert. Ich liebe gut-böse Systeme in Spielen und ich liebe Superhelden. Mittlerweile noch mehr als früher. Und ja, es ist schön. Und Sly Cooper, ach, es ist so liebevoll. Ich bin jetzt gerade an dem ersten Teil dran. Den ersten hatte ich irgendwann schon mal gespielt. Zumindest zu einem Teil. So die ersten 1,5 Welten. Also wirklich nicht viel. Und ja, es ist wirklich schön. Ich werde versuchen, weil ich es auf der Vita habe. Und zwar habe ich dank PS Plus auch den vierten Teil auf der Vita. Die, sagen wir mal, dieses Jahr noch. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Aussicht. Ich versuche die dieses Jahr noch zu schaffen. Ja, ansonsten. Tobias hat mir, der war nämlich gestern bei mir, der hat mir Star Trek Armada 2 gezeigt. Ein Echtzeitstrategiespiel, was
eigentlich ganz interessant gemacht ist. Na, nicht nur eigentlich, es ist interessant gemacht und es ist im Star Trek-Universum mit Original-Synchronsprechern und allem drum und dran und sehr, sehr viel Fanservice. Man kann zum Beispiel, was ich extrem cool fand, die Star Trek-Physik einschalten, wo dann halt bestimmte Regeln einfach so sind, wie sie in der Serie sind, weil sie sich da sehr treu geblieben ist. Und sowas finde ich eigentlich sehr cool. So, gut. Des Weiteren. ja, ich glaube, das war's. Ich glaube wirklich. Ja, doch, das war's, genau. Und dann wollte ich noch erwähnen, weil ich ja vorhin schon die Highschool-Videos erwähnt habe. Heute früh ist ein Podcast mit mir, mit Sascha und mit dem ebenfalls Neuzugang David hochgeladen worden, nämlich über The Wolf Among Us. Episode 2 und 3, wo wir darüber ungefähr eine halbe Stunde quatschen, denn das habe ich ja nur ganz kurz im Z-Log erwähnt, da ich ein Review ja erst raushaue, wenn das komplette Spiel draußen ist. Und ich würde sagen, da könnt ihr mal reinhören. Ich verlinke es unten einfach in der Beschreibung für den Fall, dass ihr von meiner Stimme nicht genug kriegen könnt oder euch ein bisschen was zu dem Spiel anhören wollt oder was weiß ich, was da noch ist. Ansonsten komme ich mal zu meiner. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eigentlich. Ne, es ist immer zeitabhängig, aber eigentlich sind Filme, glaube ich, sogar meine größte Leidenschaft. Doch, ja. Vor allem was Sammelleidenschaft angeht. Ich war gestern mit Tobias in Captain America, The Winter Soldier oder wie heißt er im Deutschen? Return of the First Avenger. Ja, genau. Und er war erheblich besser als der erste. Also, normalerweise ist der zweite Teil oder der dritte Teil ja bei solchen Verfilmungen oft schwierig, sagen wir mal, schwierig. Scheiße klingt fies, schwierig. Hier ist der zweite, und der erste ist meistens eigentlich der beste. Hier ist, ja, der zweite ein wirklich erheblich angenehmer, denn er hat eine schönere Dynamik, er hat eine angenehmere Geschichte. Der Charakter wirkt, als hätte er einen Charakter. Das ist schon sehr angenehm, als wäre er nicht bloß, ach ja, ich bin der freundlichste Mensch der Welt, der gutmütigste und, oder beziehungsweise der rechtschaffenste und ich bin das Sinnbild und bla. Das war ein bisschen doof. Also, es war ja sehr propagandalastig. Natürlich passend zum Charakter, aber irgendwie hat es na, mir nicht so gefallen. Aber wir hatten gestern viel Spaß im Kino und wir wurden von der Seite blöd angeflaumt, weil wir ein bisschen zu viel gequatscht haben. Who cares? Das Kino war aber komisch. Wer in Leipzig mal im Sinister ist, das in Kino 1 ist, kann ja mal sagen, weil ich habe es noch nie erlebt, dass ich in einem Kino saß, vor allem auch nicht im Sinister selber, weil da war ich ja schon oft genug, dass ich jemanden, der zwei Sitze weiter von mir ist, flüstern hören kann. Also vielleicht so ganz leicht, aber jetzt wirklich nicht so prägnant. Ich habe ja sogar die zwei Reihen vor mir gehört und alles Mögliche und das finde ich schon ziemlich komisch. Normalerweise sind Kinos eigentlich so gebaut, dass möglichst viel vom Film mitzukriegen ist und dass man die anderen Leute schwerer hört. Naja, gut. Und ansonsten habe ich mir mit Tobias Hollow Man noch angesehen. Und ja, Hollow Man, was ist, es ist im weitesten Sinne eine Neuverfilmung des Romans Der Unsichtbare, das ja die erste Verfilmung haben Cliff und ich ja in unserem And the Trash durchgenommen, auch wenn es kein Trash ist. Den zweiten, naja, also ich werde mich mit Tobias dem nochmal genauer widmen und genauso werde ich mich auch einem Film, den wir zusammen geholt haben, zugegeben, wir haben ihn geholt, weil wir wissen, dass er schlecht ist. Aber wir wollen das zusammen machen. Ich sage einfach bloß, ich habe mir After Earth angeguckt heute. Oh, ja, also sagen wir mal so, die beiden Filme sind halt einfach nicht so Bombe. Ja, ach, wie schön. Nee, die sind komisch. Beide. Haben mir nicht so gefallen. Ich habe noch einen anderen Film am Montag im Kino gesehen, in einer Vorpremiere. Allerdings so weit Vorpremiere, dass ich glaube ich noch nicht drüber reden darf. Aber falls ihr meine Meinung zu Sudo hören wollt, könnt ihr mich anschreiben mit einer privaten, ich werde also in einer privaten Nachricht, ich werde es euch dann freundlichst beantworten. Aber ja, ansonsten. Gut, ich glaube, das reicht auch für die Woche. Auch wenn es ein Jubiläum ist.
Ich glaube, Jubiläum ist mit da ziemlich, ziemlich boogie. Und wir haben ja letzte Woche ausschweifend genug hier geredet. Tobias und ich. 1,5 Stunden. Es ist erstaunlich. Also, ich glaube, das ist der einzige, mit dem ich das ja toppen kann, ist ja dann wieder der gute Zephyron. Und ich hätte ihn eigentlich nicht anschreiben sollen, dann wäre ich halt wahrscheinlich nicht vor Mitternacht fertig geworden. Falls er überhaupt Zeit gehabt hätte. Ja, doch. Mal sehen, wann er für ein Thema wieder was hört. Gut, ich würde sagen, jetzt reicht's auch für heute. Mein Karu guckt mich schon böse an und sagt, hör auf! Auch wenn Enten nicht sprechen können. Also dann, Leute, ich verabschiede mich für heute von euch. Gehabt euch wohl und habt noch schöne Rest-Ostern morgen. Euer Simni.